Also Leute, willkommen zu einem neuen Video. Da heute geht's darum, wie man Starfield mit Mods barrierefrei machen kann. Da mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Deine Community für barrierefreies Gaming. Also da kommen wir direkt zur ersten Mod. Und zwar Skip Intro Videos. Ja, das macht einfach, dass das Spiel halt schneller startet, weil die Intro Videos halt übersprungen werden. Ja, die nächste Mod ist dann Hand Subtitles. Damit kann man halt die Untertitel anpassen, also die Farbe, Größe und den Hintergrund. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu Accessibility Fonts. Das sind einfach zwei Schriftarten, die man halt dann haben kann, die ein bisschen barrierefrei sein sollen. So, jetzt kommen wir dann zur Installation, beziehungsweise wir laden schon mal eine Mod herunter. Also fangen wir mal mit der ersten Mod an. So, manuell. Man kann auch den Vortex Mod Manager benutzen. Allerdings funktioniert das für dich am besten, wenn man es manuell macht. Da gerade am Anfang, wenn Spieler rauskommen, gibt es dann halt noch keine Unterstützung von Vortex Mod Manager. Dann mit dem nächsten Mod klickt man wieder auf den Manual und dann wieder auf Slow Download. Da, wenn man hier Geld bezahlt, kann man die dann schneller runterladen, aber du siehst schon, es geht ja schnell genug. So, jetzt hier können wir jetzt zwei Schriftarten runterladen. Ich mache es beide steht. Dann Back to Files. Dann müsste ich dann noch die andere Schriftart runterladen. Gehen wir jetzt mal Downloads. Das packen wir erstmal auch nicht. Ja, löschen wir jetzt mal die ZIP-Dateien. So, dann kommen wir auch gleich zur Installation. Also, ich habe schon mal ein bisschen übersichtlich gemacht, indem ich die zwei Explorer-Fonts nebeneinander gemacht habe. Da auf jeden Fall sieht ihr schon nämlich dann hier einen Dokumente-Ordner, dann My Games und dann Starfield. So, jetzt fangen wir mit Skip Intro Videos an. Ja, da sieht man hier auch Dokumente, My Games und Starfield. Da jetzt müssen wir einfach die Dateien da einfügen. Und das war's schon. Na, dann gehen wir mal da rein. Da ist nichts, kommen wir dann zu den Hand-Subtitles. Dann gehen wir mal in Data rein. Und hier haben wir einen Interface-Ordner. Den müssen wir dann einfach hier einfügen. Also in Data. Dann war schon zur letzten Mod. Jetzt schaust du den Shift-Arten. So, dann gehen wir wieder hier in Interface rein. Wenn man jetzt natürlich die andere Mod nicht installiert hat, muss man den Interface-Ordner natürlich erst erstellen. Und man zieht den einfach rüber. Oh, jetzt kann man hier einfach die ganzen Textdokumente nehmen und da einfügen. Starten wir das Spiel. Und wir sehen könnt, kam kein Video. So, und wir sehen könnt, die Schriftart jetzt auch anders. So, dann gehen wir mal rein. Zu gucken, ob alles funktioniert. Ich zeige gleich auch noch, wie man die Untertitel anpassen kann. Dafür muss man nämlich eine Config-Datei bearbeiten. Man sieht schon, die Schriftart gilt dann auch für die Untertitel und eigentlich hat man ja einen Hintergrund. Und standardmäßig sieht er dann aus bei den Untertiteln. Also zuletzt würde ich sagen, passen wir nochmal die Untertitel etwas an. Dafür müssen wir die Enhanced Subtitles.ini bearbeiten. Einfach Doppelklick drauf. Dann öffnen wir jetzt den Editor. So, als erstes würde ich sagen, passen wir mal die Shift-Größe an. Ich muss etwas nach unten scrollen. Ja, hier Text Size. Gehen wir mal einfach 125. Und ich würde sagen, jetzt ändern wir noch die Transparenz vom Hintergrund. Scrollen wir bis zum Background. Und hier gibt es dann eine Opacity. Und ist im Moment auf 0, also gar kein Hintergrund. Also stellen wir das mal auf 100. Sollte schwarz sein. So, wie ihr sehen könnt, kann man den natürlich auch noch die Farbe vom Hintergrund einstellen. Muss man einen Hexwert eingeben. Aber jetzt will ich dir mal zeigen. Da hier bei Text kann man dann noch da hier die Sprecherfarbe einstellen. Dann die allgemeine Textfarbe. Und hier kann man auch die Transparenz vom Text anpassen.
Dann weiter oben kann man dann noch da einstellen, wo die Benutzerzettel sein sollen. Also links, in der Mitte oder rechts. Und man kann ja auch die horizontale und vertikale Position einstellen. Wie weit die Benutzerzettel vom Rand weg sein sollen. Und jetzt starten wir mal das Spiel. Da haben wir sehen können, hat es funktioniert. Da sieht schon das größer und ein schwarzer Hintergrund. Auf jeden Fall richtig schade, dass man Standard nicht im Spiel nicht einstellen kann. Weil eigentlich kann es jedes Spiel, was jetzt da fehlt. Aber man kann es wenigstens mit Mods anpassen. Also ich zeige mal kurz, wie man die andere Schriftart benutzen kann. Wenn die erste eine ja doch nicht gefällt. Zwar geht man dann einfach wieder hier rein. Man kopiert einfach alles. Dann fügt es dann hier einfach ein. Und ersetzt natürlich die Dateien. So, jetzt starten wir einmal das Spiel. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine andere Schrift auf. Also wir hoffen, dass wir dem einen oder anderen mit dem Video heute aufkommen. Auf der Rückseite findet ihr das letzte, der Mod-Video sagst von The Witcher 3. Und auf der Rechtsseite seht ihr die Tutorial-Playlist. Und damit haut rein und schaut.